So, jetzt gucken wir hier, was wir looten können. Hier, den nehmen wir mit. Den nehmen wir. Okay, jetzt muss ich bestimmt nochmal hoch, nehme ich mal an. Sehen noch irgendwas? No, Sir. Gut, dann gehen wir hoch. Hab hier schon die Leiter gesehen. Okay, jetzt sind wir hier oben. Ist hier noch eine Leiche? Nö. Ist das hier? Nix. Okay, wir können jetzt auch wieder nach da drüben. Ne, nach da drüben will ich ja nicht. Ich möchte jetzt hier lang. Genau. Kletter Sarah. Oh, das sieht schon wieder aus da drüben, ja, dass wir uns da dran hocken können. Ist bestimmt irgendwo Style durchgerissen, oder? Siehst du, hab ich ja gewusst. Hock! Oh oh. Uncool. Ich hab sie! Woher kommt der Pfeil jetzt? Oh! Ich gebe dir Feuerschutz. Nice. Du kannst nach oben klettern. Danke! Gott sei Dank. Sehr aufmerksam. Oh, der hat ein Scharfschützengewehr. Ja. Mich auch haben. Grimm ist tot. Sie wollten ihn als Druckmittel einsetzen, damit ich aufgebe. Er hat's verhindert. Grimm, du. Du Mistkerl. Es tut mir so leid, Roth. Nein, sei nicht traurig, Lara. Mach was draus. Wir trinken einen auf den alten Mann, wenn wir hier weg sind. Ich versuche näher ranzukommen. Kannst du mir noch mal Deckung geben? Ja, ich habe ein freies Schussfeld bis zu den Palastmauern. Okay. Sehr schön, sehr schön. Finde ich extrem nett. Rettungshubschrauber N888RC nähert sich vom Frachter Trinity. Reaktion auf SOS. Hier ist Conrad Roth von der Endurance. Hören Sie mich? Lara, hast du gehört? Ein Rettungshubschrauber ist unterwegs. Das ist ja großartig, Russ. Der stößt auch garantiert ab. Du gibst ihnen ein Signal? Ich hole Sam und die anderen. Aber Lara, vielleicht sollte ich... Hier geht's um keinen Piloten, Roth. Ich habe Sam und die anderen da reingebracht. Ich hol sie wieder raus. Schön, dass sie spricht, ohne den Lippen zu bewegen. Alles klar. Haben wir wieder neue Waffen, die wir uns... Ah, haben wir alles. Nö, okay, dann nicht. Dann geht's direkt weiter. Na da, natürlich. Nicht irgendwo anders hin. Da oben war die Brücke, wo die vielen Typen drauf standen, glaube ich. Aber irgendwie haben wir hier noch was vergessen, auf jeden Fall. Ne? Wir haben die Schalldämpfer und zur Ruhe gebettet. Also die Sachen haben wir irgendwie noch nicht. Bräuchten wir auf jeden Fall noch. Mal gucken, ob wir die noch finden können. Okay, Lara. Auf der Brücke wimmelt es von Wachen. Toll. Welche Vorschläge? Es wird knifflig, aber wahrscheinlich kommst du unter der Brücke rüber. Ich hatte befürchtet, dass du das sagst. Okay. Keine Sorge, ich decke dich den ganzen Weg. Was haben wir denn hier Schönes? Eigentlich nichts, ne? Kommen wir irgendwo durch? Wo muss ich denn jetzt hin? Ah, nach oben, alles klar. Der weiße Farbe sei Dank. Okay. Hüpf. Lara, ich hab sie im Visier. Es geht los. Oh. Dein Bestes. Ist rüber. Oh, nach oben. Ah, ja. Glaubst du, sie haben die Outsiderin? Keine Sorge. Falls nicht, dass sie direkt so ist. Aber der Fire schickt uns zu den Uniten, wenn sie nicht finden. Uncool. Auch sehr gut.
Scharfschütze, Mama. Hoch. Da hoch. Halt! Nicht bewegen! Sie sehen dich! Alles klar. Nice! Jetzt los! Boah, richtig coole Action-Sequenz. Richtig cool. Boah. Wieder ins Walkie-Talkie sprechen kann und gleichzeitig Leute abschießen kann. Genial. Und jetzt? Ich denke, damit sind wir quitt. Uncool. Oh. Da hat er mich ja beinahe gesnackt. Komm, Lara, klettern. Puh. Gerade mal geschafft, ey. Ja, mach ich ja. Oh, oder alles gar nicht, oder was? Hast du? Oh, Mama. Lauf, 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 lauf. Renn, nicht laufen. Und E. Und nach oben. Und E. Und nach oben. Und E. Und Abmarsch. Renn. Oh. Alter Schwede. Ist mal Rutschsport hier oder was hier? Ne, einfach nur ducken, okay. Oh, das Wasser, super. Ganz großes Kino. Ich hasse das. Und jetzt? Komm, 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 komm. Ich denke mal, das ist eigentlich eine schlechte Idee, so ein Feuer anzuhaben, während man da nur wenig Sauerstoff zur Verfügung hat oben drüber. Aber gut, muss ich selber wissen. Okay, da lang müssen wir. Ein Eichhörnchen. Das lassen wir natürlich am Leben. Kaverneneingang. Retten Sie die gefangene Crew der Endurance. Was ich halt vermute ist. Okay, ich muss nach oben. Ja, also kurz hier unten vorbei gucken. Ah, nice. was ich halt vermute ist, dass hier noch so ein Uniwächter irgendwo rumgurkt. Wir wissen ja auch nicht, was diese Uniwächter überhaupt machen und sollen, ne? Was sie bewachen, die jetzt die alten Gräber oder warum. Die greifen auf jeden Fall diese anderen Typen auch an, ne? Die Bösen hier. Warum zieht ihr jetzt den Bogen? Ist ihr Gegner? Ja, wahrscheinlich. Oh. Draußen in der Welt waren wir nichts. Aber hier sind wir die Solari. Die Kinder der Sonnenkönigin. Sie brachte uns nicht umsonst hierher. Ich weiß, ihr sehnt euch nach Freiheit. Ich weiß, ihr wollt weg von diesem Ort. Aber dafür müssen wir die Königin befreien. Sie ist eine Gefangene wie wir. Wenn wir sie befreien, befreien wir uns selbst. Dieses Mädchen trägt das Blut dieses Landes in sich. Sie könnte der Schlüssel sein. Das Ritual der Flammen zeigt uns die Wahrheit. Himiko, ihr seid die Erste und die Letzte. Sprecht jetzt zu uns. Getötet. Jetzt töte ich dich. Das ist für Wladimir. Genau. Dimitri, Nikolai, bringt sie zu mir. Nein, meine Waffen. Mein Bogen. Ihr Wichser, was kriegt ihr wieder? Kreatur der Welt wird von Natur aus kämpfen, wenn sie ihr Überleben gefährdet sieht. Glaub also nicht, ich verstünde dich nicht, aber ich mache das schon länger.
Macht euch bereit, Brüder! Unsere Königin wird gleich zu uns sprechen! Boah, das ist der Hubschrauber, der da jetzt kommt, ja. Bringt sie in den Thronsaal. Dieser Windstoß. Dein Kampf ist vorbei. Ist ja widerlich. Oh Mann. Fluss aus Blut, ey. Ist ja widerlich. Oh, das war eine schöne Dusche, wäre gut, ey. Boah, wie widerlich. Dieser stinken muss da unten. Geothermale Kavernen, okay. Also irgendwelche Erdwärmengeschichten. Neuer Ort entdeckt, okay. Gucken wir kurz drauf. Oh je, ja, gut. Pfeiler, sehr schön. Jetzt. Okay, das beschädigt uns auf jeden Fall. Haben wir ja Brandpfeile. Ja. Yep. Haben wir. Wie kommen wir jetzt da durch? Einfach durchlaufen oder was? Okay. Boah, wir sind echt voller Blut, ey, das ist Hammer. Noch mehr Pfeile, sehr schön. Oh, was haben wir hier? Jeder neue Bruder bekommt eine Arbeit, eine Aufgabe bei den Solari. Solange Matthias seine spirituelle Verbindung zur Sonnenkönigin unter Beweis stellt, werden sie ihm gehorchen und glauben. Die Initiation in die Bruderschaft ist brutal. Wir müssen ihre Menschlichkeit ausradieren, damit sie unmenschlich handeln können. Neue Rekruten werden in die Tiefen der Höhlen geworfen, wo sie dann tagelang, manchmal wochenlang hungern und ums Überleben kämpfen. Wer lebend wieder herauskommt, wird mit offenen Armen aufgenommen. Ich weiß nicht, mit was für einer Macht Matthias Verbindung hat, und es interessiert mich auch nicht mehr. Wir kommen nie wieder von dieser verdammten Insel runter. An manchen Tagen bin ich überzeugt, dass wir bereits in der Hölle sind. Gott weiß, dass das angesichts unserer Taten vielleicht sogar stimmt. Hat er recht, hat er recht. So, ich denke mal, wir können für den Fertigkeitspunkt. Beherrscht diesen Ort. Auf jeden Fall. Matthias glaubt, dass Himikos Geist uns hier festhält. Es ist so unmöglich. Es ist unmöglich. Aber er ist so irre, dass er vielleicht schon fast wieder zurechnungsfähig ist. Der Helikopter bringt uns hier nicht weg. Du weißt das, Lara. Tief in dir drin. Ich muss die anderen warnen. Wenn wir an Bord gehen, sind wir tot. Okay, ich habe jetzt erstmal die Kartografie noch gekauft. Heißt, wir sehen jetzt alles auf der Karte drauf. Oder müsst ihr alles sehen? Ja, genau, guckt mal da. Sehr, sehr cool. Hier ist auch noch, oh, guck mal hier. Da ist eine Schatzkarte und da ist ein Grab. Muss mal gucken, ob wir da noch hinkommen. Egal. Okay. Da ist auf jeden Fall da unten was. Da, an der Ecke da hinten. Was soll ich denn tun? Bitte!
Ach, das ist jetzt hier so. Oh Gott. Das ist schrecklich. Alter Schwede, das sind die. Diese Höhlen, wo die initialen Typen reinwerfen, da, also die neue in die Höhle reinkommen. Krass. Vielleicht habe ich kaum Waffen, ich habe halt nur den Bogen. Das ist nämlich ziemlich mau. Ach, guck mal da. Hui! Okay, die kann ich nicht looten, alles klar. Ich kann hier hoch erstmal. Da ist nämlich was, eine Reliquie. Sieht nach früher 1800 aus. Ich erinnere mich, dass schwarze Seidenfächer bei Begräbnissen bedeutender Adeliger benutzt wurden. Okay. Bedeutender Adeliger. Bedeutend. Da haben wir noch einen Geocache. Alles klar. Nicht, dass der irgendwelche Faxen macht. Was ist da oben? Teufel. Der alte Scheiße, ey. Okay, jetzt noch den Wegpunkt. Wo müssen wir hin? Oh, da ist erstmal noch Bergungsgut. Das nehmen wir uns erstmal mit. Wer weiß, wann wir es nochmal brauchen können. Jetzt gehen wir es mal noch hier lang. Und nu? Ja, wo ich eigentlich hin? Moment. Alles klar. Okay, eine Höhle weiter ist das. Oh. Brennen sollst du brennen! Ah, oh cool, ne? Nicht mit dem Commander, habe ich schon vorhin mal gesagt. Jetzt gehen wir erstmal hier rein. Nerv nicht, du Typ. Genau. Und Geocache. Alles klar. Oh, hier hat man gerade noch was hier oben. Halt. Genau das. Okay. Oh, jetzt Ausgang, würde ich sagen, ne? Okay, da oben haben wir noch was. Ja, ob wir jetzt die Säcke noch finden überall, weiß ich nicht. Hier war ja auf jeden Fall einer hier drin. Naja, egal. Ich suche es ja nicht noch extra jede Höhle ab. Würde zu lange dauern für die paar XP. Wir haben ja auch schon ziemlich viele Fertigkeitspunkte. Wir können jetzt auch schon nicht mehr von den Waffen nichts mehr kaufen und so. Alles klar, wenn wir rausgehen, ne? Neue Orbit.